Na gut, verkaufen. So macht man Geld. Wow. 9 Zyklen. Also mindestens 9 Radians. Okay. So, das letzte Mal. Diesmal mit Kommentare. Das heißt, es könnte etwas länger dauern. Ja. 3 Stunden bald. Ich nehme bald 3 Stunden auf. Und davon waren 2 Stunden und 20 Minuten nur für Radians. Vielleicht waren es doch schon 10 oder 11. Ich habe keine Lust mehr. Ganz ehrlich, wenn ich später irgendwo mal einen Radian sehe, dann klatsche ich den einfach um. Oder ich mach's nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will die eigentlich nicht mehr sehen. Toll, warum kriege ich jetzt Schluck auf? Ganz ehrlich. Wenn ihr so lange immer das gleiche Monster jagt. Ganz ehrlich, ich werde langsam wahnsinnig. Was mache ich falsch? Keine Lust mehr. Bitte komm. Dieses eine Mal. Ich bettel jetzt auch die ganzen nächsten 10 Minuten durch. Ein Battle mit E und nicht mit A. Na komm, hoch mit dir, Elvis. So, wahrscheinlich wieder auf 5. Ja. Joa. Lauf, lauf, Elvis. Sie ist nicht hier. Das heißt, sie befindet sich wahrscheinlich auf 3. Juhu. Ich liebe das, wenn ich sie so oft suchen muss. Jep. Sie ist auf 3. Mal gucken, was sie uns diesmal da gelassen hat. Vielleicht eine Wüferntrainer. Yay. Ich gebe sie jetzt einfach diesmal ab. Einfach so. Keine Ahnung warum. Und diesmal versuche ich nochmal alles abzuhacken, was geht. Ich will sie leiden sehen. Einfach leiden und langsam sterben. Zuerst die Flügel, dann der Schwanz, dann der Kopf und dann halt endgültig das Leben. Ich bin echt ziemlich down. Ist sie hier? Nein, sie ist nicht mehr hier. Wo ist sie dann? Ah, ich darf sie suchen gehen. Yay! Ich freue mich. Ja, ja. Ich weiß, dass du dich aufreust, Elvis. Vor allem, weil sie auch nicht hier ist. Natürlich hat Chacha nicht die Gemüsemaske auf. Wo ich immer dachte, dass es eine Hasenmaske ist. Ach, jetzt ist sie hier. Na, wenigstens hat es mir dann irgendwann dann mit dem Schreien Schluss, wenn wir die Rüstung bzw. die Schuhe haben. Den Rest haben wir ja schon längst. Es gibt ein kleines Zeitfenster, wo man unter den Schwanz durchpasst. Und ich habe es gerade verpasst. Okay. Dann schluckt dein Gegengift. Gut gemacht, Elvis.
Ja, und wieder in der Luft. Das gibt's auch nicht. Warum stelle ich mich jetzt so dämlich an? Wow, ich stelle mich wirklich extrem doof an. Natürlich immer nur, wenn die Aufnahme läuft. Das ist typisch Michel. Typisch ich. Na komm. Wow, sie hat einen Banabra-Abra vergiftet. Ach komm, den lote ich. Ich wollte schon immer eine Banabra-Abra Rüstung haben. Das ist ein guter erster Schritt. Immerhin ist der Farbball drauf. Ach ja, und falls ihr euch wundert, dass wir... falls ihr euch wundert, dass wir so viel Geld haben. Ich habe einfach mal... Naja, alles verkauft, was wir jetzt vom Ratian so bekommen haben. Wir brauchen es ja nicht mehr. Wir brauchen ja einzig und allein die Wüfernkrallen. Ach ja, und ich hoffe, Ultra Glückskatze bringt jetzt mal was. Das ist einfach ein Bonuseffekt, den man zufälligerweise bekommt, wenn man was isst. Ist ganz praktisch, genauso wie Glückskatze. Glückskatze war, dass es manchmal mehr Objekte sein können. Und Ultra Glückskatze, wie man hier gerade sehen konnte, erhöht die Zahl der Belohnungsobjekte. Also quasi beides das gleiche. Obwohl, ich glaube, Glückskatze war nur manchmal. Von daher ist Ultra-Glückskatze vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, im Monster Hunter 3 Ultimate gab es da noch eine Unterscheidung zwischen Mega-Glückskatze. Irgendwie, auf jeden Fall gab es verschiedene Glückskatzenarten. Und eine war halt nur fürs Geld zuständig. Die gibt es hier, soweit ich weiß, nicht. Aber naja, das weiß ich schon. Oh, jetzt auf den Schwanz. Oder meinetwegen auf die Flügel. Mir egal, Hauptsache auf irgendwas. Irgendwas ist kaputt. Der rechte Flügel. Natürlich, die Waffe ist drin. Was machen wir, Elvis? Natürlich, wir sterben. Und darauf wollte ich nicht hinaus, Elvis. Ernsthaft? Oh komm. Das ist doch echt nicht wahr. Jetzt aber schnell, Elvis. Komm, mach hin. Enttäusch mich nicht. Gut, wir sind wieder nicht direkt am Sterben. Was habe ich jetzt kaputt gemacht, den anderen Flügel? Der Farbball ist noch drauf, das ist gut. Komm, schlucken wir noch eine Arznei. Und laden wir nochmal die Waffe nach. Schärfen wir nochmal nach. Beobachten, wo sie hingeht. Aufkommen, Elvis, mach schneller. So, verfolgen, abschlachten und dann endlich hoffentlich diese Scheißkrallen bekommen. Ich glaube, das ist die Aufnahme, wo ich am häufigsten Scheiße sage. Könnte gut hinhauen.
Hätte mal jemand vorher den Cock abgetrennt. Na komm. Ach komm schon. Ich bräuchte auch mal so eine Giftwaffe, da könnte ich Insekten töten. Und jetzt der Schwanz ab. So, jetzt fehlt mir auch der Kopf und dann bin ich glücklich. Hey, warum bist du denn so schnell? Das ist ja gemein. So, nachgeladen ist es. Ach ja, selbst wenn der Schwanz ab ist, sie kann euch trotzdem noch vergiften. Logik dahinter? Keine Ahnung. Ist einfach so. Naja, wahrscheinlich ist die Giftdrüse einfach weiter hinten im Schweif. Also macht schon irgendwie Sinn, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ach ja, Ratti, töte mich doch einfach. Ich habe kein Problem mit. Och, klar. Jetzt tötet die mich wirklich, oder was? Das ist doch wirklich scheiße. Jetzt muss ich einen Megatrank schlucken. Ernsthaft? Ernsthaft? Warum bewegt die sich denn diesmal so viel? Jo, Koppe kaputt. Alles ist kaputt. Und sie hinkt. So. Wir wissen, was das bedeutet. Wir laufen schon mal vor. Und warten mit dem Nachladen. Das füllt nämlich genau die Hälfte des Balkens auf. Und je später wir nachladen, noch am besten bevor der Hälfte, desto besser ist es für uns. Dann können wir nämlich noch ein bisschen länger drauf verknüppeln. So. Jupp, nachgeladen. So. Und jetzt einfach drauf. Einfach drauf, Elvis. Ach komm schon. Es sind doch nur noch ein paar Schläge, hoffentlich. Geht doch. Ich glaube, das war der längste Kampf. Jetzt sind 44. Vielleicht sollte ich einfach während ich kämpfe die Klappe halten. Vorher waren es ja immer konstant so zwischen 8 und 9 Minuten. Es ist wirklich deprimierend. Und wenn jetzt nicht die Krallen dabei sind, dann gehe ich schlafen. Keine Ahnung. Ich habe keine Lust mehr. Komm schon, gib mir die Krallen. Gib mir die Krallen. Gib mir die Krallen. Ich prügel auch nochmal drauf. Ich will Krallen. Ich will Krallen. Ich will Krallen. Ich will meine Krallen endlich bitte haben. Bitte, 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 bitte. Ja, Quest erfüllt meinetwegen schön. Das habe ich schon dutzendmal gesehen heute. Und einmal auch fehlgeschlagen.
Das sind keine. Ja, schöne Rüstkugeln. Yay. Eine Rathaloskralle, die habe ich ja auch noch nie gehabt. Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Nein, nein. Für heute ist Schluss. Für heute ist Schluss und für diese Woche ist wahrscheinlich auch schon wieder Schluss. Ich meine, 3 Stunden. Hä? Das werde ich wahrscheinlich irgendwie in irgendeinen Part reinkriegen. Hoffentlich. In einen Part? Alter, ich habe zu viel gezockt. Nein, in 5 Parts irgendwie. Was weiß ich? Da fehlen echt die Worte. Knapp 2,5 Stunden nur Ratians geschlachtet und nichts. Beziehungsweise eins. Ein kleines Ding hat sich verbessert. Mehr nicht. Okay, also. Uns fehlen jetzt noch genau. 2 Wyvern-Klauen. Ich hatte auch irgendwo mal gehört, dass der Argosy-Captain die anscheinend tauschen soll. Gucken wir da nochmal nach. Nein. Anscheinend nicht. Dann war das wohl eine Fehlinformation. Komm schon, verkauf mir einfach eine Wyvern-Klaue. Bitte. Bitte. Seht ihr nicht, wie langsam Elvis jetzt schon läuft? Habt Erbarmen. Ich kann echt nicht mehr. Okay, also. Das war's. Ich. Hör auf. Keine Lust mehr. Tut mir leid, aber nee, das. Das kann ich einfach nicht machen. Tut mir leid, aber nee. Das ist einfach viel zu deprimierend. Wow, bei den ganzen Sachen habe ich nur 3 Tränke und 5 Megatränke verschwendet. Wuhu. Na komm, nimm alles mit. Wow, 22 Gegengifte. Uhu. Gut, also ich würde sagen, ich lege mich jetzt schlafen. Gute Nacht, ich habe keine Lust mehr. Tschüss. Bis dann.